Hier in diesem Video haben wir mal zwei Wachs miteinander verglichen. Einmal das Koshmi Wachs und einmal hier das Soft 99 Super Splash. Beide aufgetragen nebeneinander. Schaut euch doch gerne auch nochmal das Hauptvideo an. Da findet ihr noch mehr Infos auch zum Thema Belastungstests und so weiter. Der Unterschied hier zwischen dem günstigen und teuren Wachs. Ich finde, das Super Splash lässt sich deutlich besser auftragen. Beim Koshmi, das hat schon ein bisschen leicht sticky gewesen. Das hat schon ein bisschen geklebt. Also da echt ein bisschen aufpassen hier mit der Verarbeitung. Und da muss ich ganz klar sagen, greife ich eher zum günstigen Produkt. Das hat mich mehr überzeugt. Auch beim Abhärverhalten hat man gesehen, beim Super Splash hier, das ist sofort am Aufreißen der Wasserfilm. Es sieht den eigentlich fast gar nicht. Sofort Perlchen. Wenn wir mal rüber zum Koshmi dann schauen, sehen wir, dass noch so ein leichter Wasserfilm sich erstmal zusammenziehen muss. Das sehen wir jetzt gleich im Anschluss. Also hier Top-Perlen, super Ablaufbahn. Und hier beim Koshmi sehen wir doch deutlich längere Fäden, was das angeht. Und da muss man ganz klar sagen, müsst ihr auf jeden Fall euch genau überlegen, was ihr euch nach Hause holt. Hauptvideo gibt es mehr Infos.